Werte Hörer, herzlich willkommen zum Wochenrückblick. Auch diese Woche haben wir wieder ausgewählte Beiträge aus Kontrafunk aktuell zusammengestellt, unter anderem zu Hedgefonds, Flugsicherheit, der Situation der Tischler und zu Spionage in Österreich. Mein Name ist Robert Meyer und ich lade Sie ein zu einer knappen Stunde Kontrafunk am 20. April 2024. Die deutsche Kriminalstatistik der Polizei erregte neulich einiges Aufsehen. Darin hieß es, dass die Gewaltkriminalität insgesamt gestiegen sei. Migranten seien dabei überproportional als Täter vertreten. Daraufhin gab es einige Relativierungsversuche von Seiten der Medien. Die Statistik verzerre die Realität und sei falsch interpretiert worden, hieß es. Wir sprachen mit Markus Melzel, einem früheren Schweizer Kriminalkommissar, über die Kriminalstatistik, gestiegene Kriminalität und darüber, ob und wenn ja, was beides miteinander zu tun hat. Wenn man unsere Kriminalstatistik vergleicht mit anderen Ländern, dann sieht's ja bei uns noch gut aus. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir erleben in den letzten Jahren einen massiven Anstieg von Kriminalitätsfällen, gerade in den Städten und vor allem auch in jenen Städten wie Basel und Genf, die nahe an der Grenze liegen, aber auch an Orten, wo ein hoher Anteil an Personen lebt, die Migrationshintergrund haben. Und diese Entwicklung sieht man, und diese Entwicklung, meine ich, muss man auch klar und deutlich ansprechen. Früher bei einer Schlägerei, wenn jemand am Boden lag, dann hat man aufgehört und jetzt tritt man noch auf diese Person ein. Also eine verstärkte Verrohung, das muss man leider seit einigen Jahren beobachten. Das ist sicher ein Phänomen, was schwierig ist zu erklären, warum, ob dies nun von diesen ganzen sozialen Medien, von dem Auftreten auch in der Öffentlichkeit abhängt, ist schwierig zu sagen. Also klare Antworten auf dieses Phänomen hat man keine. Wir erleben jetzt auch bei der Publikation der aktuellen Kriminalstatistik für die Schweiz genau dieses Phänomen. Man sieht zum Beispiel, dass Leute, irgendwelche Soziologen, dem Volk erklären wollen, weshalb es eigentlich keine Ausländerkriminalität gibt, sondern dass es eine Kriminalität gibt, die abhängig ist vom sozialen Status, von Leuten, die wenig Geld haben und ebenfalls am Konsum teilnehmen möchten und so weiter. Oder dass man im Ausgang als Ausländer diskriminiert wird und darum mit einem Messer zustechen muss oder was auch immer. Also die Stunde der Relativierer, sehr, sehr schnell sind die auf den Plan gerufen worden und werden natürlich auch von vielen Mainstream-Medien in der Schweiz auch entsprechend hofiert und man gibt ihnen auch entsprechende Plattformen. Aber ich muss jetzt schon sagen, ich erlebe jetzt eigentlich letztes Jahr und auch dieses Jahr, wo man schon auch von den Mainstream-Medien sieht, dass wir hier ein Problem haben, dass die Bevölkerung das auch nicht akzeptiert, nicht gutiert und deshalb kommen die nicht ganz drum herum, diesen rosa Elefanten doch ein wenig anzusprechen. Natürlich haben viele Medien Angst vor rechts. In der Schweiz haben wir ja die SVP, die Schweizerische Volkspartei, die sehr pointiert, bürgerlich politisiert. Und das ist natürlich auch für viele Medienschaffende ein rotes Tuch. Es ist notabene die wählerstärkste Partei in der Schweiz. Trotzdem probieren gewisse Medienschaffende hier zu relativieren, um nicht den bürgerlichen Parteien oder den rechten Parteien hier noch zusätzliche Munition zu liefern. Aber die Fakten sind ganz klar und ich glaube auch im Gegensatz zu Deutschland werden auch die Nationalitäten ausgewiesen bei uns. Man sieht also klar, wer die Tatverdächtigen sind, also aus welchen Ländern die kommen. Und hier gibt's dann irgendwann halt nichts mehr schön zu reden. In unserer speziellen Situation haben wir natürlich vom Grenzbereich Frankreich, Italien, haben wir natürlich viele Leute,
die hierher kommen. Man muss das natürlich prozentual auflisten, aber gerade Leute aus dem Maghreb, Marokko, Algerien, Tunesien, Syrer oder Afghanen, die sind überproportional vertreten. Und dort muss man auch, meine ich, Lösungen finden, damit diese auch, wenn sie verurteilt sind, dann auch zügig abgeschoben werden können in ihre Heimatländer. Und das ist ein großes Problem, weil diese wollen ihre kriminellen Landsleute nicht zurücknehmen. Da hat man natürlich politisch noch Hemmungen, auch auf diese Länder den entsprechenden Druck erhöhen. Mit Renato Stiefenhofer, einem Piloten mit jahrzehntelanger Flugerfahrung, unter anderem bei der südkoreanischen Fluggesellschaft Korean Air, unterhielten wir uns über die Flugsicherheit. Trotz der Tatsache, dass es sich beim Fliegen um die sicherste aller Verkehrsarten handelt, gab es jüngst eine Reihe von Pannen mit Boeing-Flugzeugen, die zu mehr Misstrauen in puncto Flugsicherheit beigetragen haben. Ist Fliegen gefährlich? Ja. Sage ich jetzt einfach mal so, ja, Fliegen ist gefährlich, weil es müssen so viele Dinge richtig passieren, damit das funktioniert und dass wir gut von A nach B kommen, dass wenn etwas nicht richtig funktioniert, dass es sehr schnell gefährlich werden kann. Und es ist nicht gefährlich, weil alle Leute, die in diesem Business miteinander arbeiten, ihren Job so gut wie möglich machen. Man will hier eine Korrelation machen von einer Statistik, die sagt, dass es viel weniger Tote gibt, also ist Fliegen sicherer. Was hier verschwiegen wird, ob es bewusst ist oder nicht, das überlasse ich mal dem Statistikleser. Wie viel sicherer ist es wirklich geworden oder wie viel gefährlicher ist es geworden? Meiner Meinung nach ist Fliegen nicht gefährlicher geworden, aber es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen. Man hat auch viele Helferlein im Cockpit, die einen davor bewahren, Fehler zu machen oder wenn man Fehler macht, dass man darauf hingewiesen wird. Aber letztlich rein die Menge der Fehler verdoppelt sich halt auch, wenn es doppelt so viele Flüge gibt. Und es gibt mittlerweile doppelt so viele Flüge wie, sagen wir, im Jahr 2000. Es gibt sehr viel mehr Flugbewegungen. Das alleine schon kreiert ein gefährlicheres Fliegen, wenn man das so will. Ich würde mal sagen, der Standard ist besser geworden, weil die Ausbildung besser wurde. Also man kann die heutigen Ausbildungen, sagen wir bis zum Co-Piloten, also bis man die Lizenz bekommt, ist heute sehr viel schneller und besser, zielgerichteter, weil man bessere Möglichkeiten hat, auch mit Computer das Ganze zu lernen. Man hat bessere Fluglehrer, man hat bessere Instruktoren, welche halt einem das Ganze auch näher bringen. Und, was man nicht vergessen darf, die Leute werden besser ausgewählt. Jetzt ist es so, eine Ausbildung kann jeder anfangen, aber dann hat er noch keinen Job. Dazu muss er sich dann noch ein Type Rating beschaffen, also zu den 100.000 Ausbildungskosten nochmal 30.000 für einen Typenschein für die 737 oder A320, nochmal ja, 30.000, 40.000 Euro dazu. Dann hat er das, aber ist immer noch nicht Co-Pilot. Also erst dann wird er eigentlich von der Firma ausgewählt. Und da scheitern schon viele. Was auch gut ist, da werden nur die Besten wirklich genommen. Es häufen sich auch Nachrichten über kollabierende Piloten. Und es stellt sich die Frage, welche Rolle die sogenannte Corona-Schutzimpfung dabei spielt. Ja, das sind sehr viele bedauerliche Einzelfälle, womit ich schon sehr viel gesagt, viel zu viel eigentlich gesagt habe, weil es ist ja schon auffällig. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zu und hergehen. Also die Impfung hat ganz bestimmt ja seine Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und natürlich auch der Piloten. Und viele Piloten mussten sich impfen lassen, sonst hätten sie nicht mehr fliegen dürfen. Ich persönlich bin 2 Jahre unbezahlt in der Schweiz geblieben, in der teuren Schweiz, weil ich keinen Job hatte. Das heißt, ich war nicht bereit, diese Dinge zu machen letztendlich, um meinen Job wieder zu bekommen. Ich habe ihn dann nach 2 Jahren wieder bekommen. Es ist wieder alles normal. Aber die Impfung hat schon, sagen wir mal, sehr, sehr schlechte Auswirkungen, speziell bei Piloten, weil wir uns natürlich auch in einer Luft bewegen oder sagen wir in einem Druck bewegen, welcher ungefähr auf 2400 Meter ist. Und da verhält sich der Körper ein bisschen anders. Also in der Kabine drin haben wir diesen Druck und da kommt es dazu, immer die Temperaturunterschiede rauf, runter. Das hat offenbar Einfluss auf den Körper.
Gespräch mit dem Medienkritiker Uwe Kammann betrachteten wir das vergangene TV-Duell zwischen AfD und CDU in Thüringen. Wegen dieses Duells ging ein dunkles Raunen durch sämtliche großen Medienkanäle. Man stritt über die Frage, ob man ein solches Gespräch angesichts der vielbeschworenen, aber mittlerweile mehr als löchrigen Brandmauer überhaupt zulassen dürfe. Sie haben ja in Thüringen bei Ihren Parteien jeweils eine Spitzenposition. Höcke bei der AfD mit rund 30%, jedenfalls die Vorhersagen derzeit. Die CDU liegt drunter mit Vogt. Also es ist, finde ich, richtig, denn beide wären, wenn die Wahl, Sieger mit den absoluten Zahlen. Und insofern ist doch interessant, was kann man von den beiden erfahren? Wie sind Charakteristika? Wie ist ihre Mimik? Wie ist ihre Körpersprache? Das alles sind ja die Dinge, die man in solchen Fernsehduellen am ehesten sehen kann. Wobei ja interessant ist, da muss ich mal wieder drauf zurückkommen, das war lange Zeit überhaupt umstritten, solche Duelle zu machen. Das erste große Kanzlerkandidat gab es ja 2002. Das waren damals Stoiber und Schröder und vorher gab es eine riesige Auseinandersetzung, ob sowas auch richtig sei. Und jetzt muss ich noch mal selbstkritisch sagen, ich habe bei EPD, meinem früheren Publikation, auch mal die Frage gestellt, ob diese Form richtig ist, denn eigentlich wählt man ja in Deutschland Parteien und erst die Parteien wählen dann ja hinterher wieder, wenn ein Kanzler. Also habe ich gesagt, eigentlich widerspricht das der deutschen Wahlordnung, dass man das so zuspitzt auf zwei Person, denn es ist ja schon eine ganz andere Konstellation. Also insofern, das hat sich normalisiert. Inzwischen ist das ja völlig normal gewesen. Nochmal die Rückerinnerung, damals 2002. Erst Sat.1 und RTL haben ein Gespräch zwischen Stoiber und Schröder moderiert. Und danach waren es ARD und ZDF mit Christiansen noch und Frau Illner. Also das sind fast Methusalem-Konstellationen. Natürlich hätte ein solches Duell oder eine solche Konfrontation den Öffentlich-Rechtlichen gut zu Gesicht gestanden. Ich verstehe auch nicht, warum sie davor irgendwelche Angst hatten, denn es ist ja auch dort viel journalistische Erfahrung versammelt. Man hätte es einbetten können. Also Hut ab vor Welt-TV, aber auch die haben sich in manchem Jahr, das merkt man an der Begleitung, geziert, hatten schlechtes Gewissen. Die Moderatoren, die sie dann in dieses Duell geschickt haben, mussten auch zeigen, dass sie auf keinen Fall jetzt einen falschen Beifall auslösen wollten. Aber das liegt eben an dieser heiklen Grundsituation, dass es in Deutschland anscheinend ausgesprochen schwierig ist, eine journalistische Haltung zu finden, wie man mit der AfD umgehen soll. Und das ist ja nicht nur eine journalistische Zurückhaltung, das geht ja quer durch alle Gruppierungen, die sich öffentlich äußern können. Aber völlig klar, ARD und ZDF wären die richtigen Plattformen dafür gewesen. Und ich kann nur sagen, diese Feigheit kann ich nicht honorieren. Es war ja nicht in allem so klar umrissen, wie die Positionen aussehen würden. Es ging ja manches hin und her und vieles hat sich ja auch dann in kleineren Wortduellen, die sich verknollt haben, ein bisschen versteckt. Es wurde relativ klar, wofür die beiden stehen, wobei eines immer auch klar ist, sehr differenziert lässt sich in diesen Duellen nie argumentieren. Es geht dann doch eher um den Schlagabtausch und insofern war für mich dann auch nicht so ganz klar, was Höcke mit einer EU-Zukunft verbinden würde und während auf der anderen Seite Vogt dann auch natürlich bei den Standardparolen bleibt. Das hat sich ja durchgezogen. Man bräuchte, um komplexe Fragen wirklich darstellen zu können, sehr viel mehr Zeit. Auch da diese mit überzogener Sendezeit hat dafür gar nicht ausgereicht. Insofern, es ist dann eben doch immer der Schlagabtausch. Aber da muss man eben sehen, auch das, was etwas hölzern aussieht, hat trotzdem auch eine eigene Aussagekraft. Aber interessant ist ja auch in den Reaktionen darauf, dann aus der Politik, aus den Medien, wie unterschiedlich die verschiedenen Positionen und der mögliche Erfolg gewertet wurden. Und das erinnert mich an mein früheres Literaturstudium. Da gab es eine Methode, die heißt die hermeneutische Auslegung. Das heißt, die meisten legen einen Text so aus, wie ihr eigenes Vorverständnis ist. Und das habe ich in den Reaktionen auch gesehen. Wer Höcke von vornherein als den heiligen Gott bei uns sieht, der wird nicht in seiner Meinung sich geändert haben und umgekehrt wäre es auch so. Also es zeigt einfach, die Voreinstellung ist da wesentlich. Diese im Grunde grundnegative Vorstellung, dass mit der AfD überhaupt nicht zu reden ist, hat ja viele der Reaktionen und schon im Vorfeld beeinflusst.
Die sogenannte Energiewende wurde und wird noch immer als ein Erfolgsmodell gehandelt. Sie soll die Energieversorgung langfristig auf nachhaltige und umweltfreundliche sogenannte erneuerbare Energien umstellen. Zu diesem Zweck dachte sich die deutsche Bundesregierung, es sei eine gute Idee, die sichersten und verlässlichsten Stromerzeuger in Deutschland, die Atomkraftwerke, abzuschalten. Ein Jahr nach dieser Abschaltung sprachen wir mit dem Energieökonomen und Autor Dr. Lars Tschernikau über die Falschbehauptungen der deutschen Bundesregierung zur Erfolgsaussicht der sogenannten Energiewende. Der Fakt ist, dass die Energiepreise wirklich seit Jahrzehnten steigen, regelmäßig, kontinuierlich. Es ist richtig, dass die Preise heute günstiger sind als vor anderthalb Jahren. Wenn Sie mal pre-Covid gucken, also vor Covid-Zeiten, sehen Sie, dass Preise weiterhin gestiegen sind und auch steigen müssen, da die Gesamtenergiekosten weiterhin steigen in Deutschland. Die Energiepreise müssen höher gehen, vorausgesetzt der Staat zahlt nicht mehr an Subventionen. Also wenn man die Kosten betrachten, was nicht unbedingt gleich den Preisen sein muss, das ist tatsächlich so, dass die Kosten weiter steigen müssen. Ich hätte dazu auch mit Professor Grimm sogar letzte Woche kurz sprechen können in Frankfurt. Welche Rolle wird Gas zukünftig spielen? Gas wird eine sehr wichtige Rolle spielen, aber überlegen Sie sich mal Folgendes. Wir schalten Kohle, Kernkraft und eigentlich wollen wir auch Gaskraft abschalten langfristig, ja? Und wollen das praktisch ersetzen durch Wind und Solar. Und dieses Ersetzen bedeutet aber, ich muss Wind und Solar mehrfach überbauen, ausbauen, also viel mehr installierte Leistung einbringen als zum Beispiel ein Kohlekraftwerk. Darüber hinaus brauche ich einen Kurzzeitspeicher, Batterie. Dann brauche ich auch einen Langzeitspeicher, Wasserstoff. Und dann brauche ich immer noch, wahrscheinlich auch noch ein Backup-Kraftwerk, wie ein Gaskraftwerk, was einfach zur Verfügung steht, falls es mal ganz schlicht ist im Winter oder irgendwas. Das heißt ja, vier Systeme, um dieses eine Kraftwerk vorher zu setzen. Und darüber hinaus brauche ich dann noch eine Netzintegration, also die ganzen Leitungen und die riesigen Aufwand an Netzintegration, die notwendig ist, um eben diese nicht regelbaren Wind- und Solarströme im Netz zu nutzen. Das heißt, am Ende ersetzt sich ein System mit fünf Systemen. Und damit muss es teurer werden. Es geht gar nicht anders. Es ist reine Ökonomie, reine Physik. Der Grund, warum wir eben so große Flächen brauchen an Solarpaneelen oder auch mit Windrädern, liegt daran, dass die Energiedichte von Wind und Solar so gering sind. Das heißt, dass die Energie, die auf die Erde kommt pro Quadratmeter, die ist eben begrenzt. Und zwar sehr, sehr gering. Und deswegen brauche ich diese großen Flächen. Darüber hinaus kommt, dass zum Beispiel in Deutschland ein Solarpanel nur 11% der Zeit tatsächlich Strom erzeugt. 89% der Zeit sitzt es da, weil es dunkel ist oder wirklich ist oder weil es schneit oder weil es regnet oder was auch immer. Das heißt, ich habe einen riesen Aufbaubedarf, um nur annähernd an die gleiche installierte Leistung zu kommen, zum Beispiel eines Kohle- oder Gaskraftwerks oder Kernkraftwerkes. Und das Interessante ist eben, um diese großen Mengen zu bauen, brauche ich erstmal Energie und Rohstoffe, die einen großen Teil aus China kommen. Also das mit den Importen und Exporten ist natürlich sehr, sehr interessant. Sie können sich vorstellen, dass wenn in Europa, sag ich mal, in 10 Jahren, wenn viel mehr Sonne und viel mehr Wind da ist, können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn es sonnig ist. Dann ist Strom am Markt im Überfluss. Übrigens am Wochenende war der Strompreis negativ, minusweise die paar hundert Euro. Deswegen, weil zu viel Sonnenstrom da war und keiner wollte ihn. Das heißt, am Ende müssen die Stromerzeuger zahlen, damit jemand den Strom abnimmt. Jetzt kann natürlich Herr Habeck sagen, ich habe jetzt diesen Strom aus Holland zu minus 200 Euro eingekauft und damit sehr, sehr günstig. Das ist richtig. Aber ich kann mir nicht sagen, dass das ökonomisch richtig ist oder Sinn macht. Weil man kann ja nicht zu negativen Preisen Strom handeln. Und die Schweiz kann es sicherlich machen, weil die Schweiz kann den negativen Preis den Strom nehmen, kann dann ihre Wasserkraft hochfahren, ja, also kann praktisch das Wasser hochpumpen und dann, wenn es gebraucht wird, wieder runterlassen. Aber in Deutschland ist es ein bisschen schwierig, wir haben nicht genug Berge. Wir hatten vorhin schon erwähnt, dass Wind und Solar eben nicht regelbar sind. Das heißt, sie sind nicht immer verfügbar. Das heißt, es bedarf immer mehrerer Backup- und Speichersysteme, um Wind-Solar überhaupt zu integrieren. Diese Backup- und Speichersysteme, die bestehen heute praktisch gar nicht. Wir haben gar nicht die Batteriemöglichkeit oder Wasserstoff sowieso nicht. Das heißt, am Ende ist die Backup- und Speicherkapazität immer ein bereitstehendes Kraftwerk, entweder Gas oder Kohle. Wobei Gas noch schneller hochfahrbar ist als Kohle. Wenn ich jetzt aber die Kohle runterfahre und aus der heimischen Kohle mache, bin ich natürlich noch mehr von Importen abhängig, A. Und B, selbst aus Klimagesichtspunkten ist Kohle wahrscheinlich besser oder genauso wie Flüssiggas importiert aus den USA. Also selbst das macht keinen Sinn. Also rein aus ökologischem Sinn macht es sogar keinen Sinn. Ökonomisch sowieso nicht. Denn Kohle ist immer die günstigste Art und Weise, Strom zu erzeugen. Das ist auch der Grund, warum Indien, Vietnam, China, Pakistan, Bangladesch Kohle weiter ausbauen. Das sind 3,3 Milliarden Menschen der Welt.
Zudem stellten wir noch einmal die Frage, stammt SARS-CoV-2 doch aus einem Labor in Wuhan? Und was hat Christian Drosten mit all dem zu tun? Der Jurist Tobias Ulbrich fasste die Fakten für uns zusammen. Aufgrund der starken Involvierung in der Vergangenheit bei der Entwicklung, insbesondere bei SARS-CoV und auch bei anderen Viren, musste Herrn Drosten bekannt gewesen sein, was und wie entwickelt worden ist. Und auch Herrn Dr. Fauci musste es bekannt sein. Denn das, was ich mache als Anwalt, ich kombiniere unterschiedliche Quellen, nämlich die rechtlichen Quellen auf der einen Seite und die wissenschaftlichen Quellen auf der anderen Seite. Und führt man beide zusammen, verdichtet sich es ziemlich hart in die Richtung, dass es eben keinen natürlichen Ursprung hat. Dr. David Martin hatte ja sehr früh im Rahmen seines sogenannten Fauci-Dossiers schon im Januar 2021 im Corona-Ausschuss dazu Auskunft erteilt und hat mitgeteilt, dass eigentlich das ursprüngliche SARS-CoV-Virus in 2007 durch das CDC in den USA patentiert worden ist. Es sei dann 10 Jahre lang als Geheimpatent verschlüsselt gewesen und im Jahre 2013 habe die NIH die Verwertungsrechte an diesem Patent gekauft und habe dann in diesem Zusammenhang auch das Wuhan Institute of Virology beauftragt, unter Zahlung von 15 Millionen US-Dollar an dem Spike-Protein des SARS-CoV-Virus weiterzuarbeiten. Die Ergebnisse seien dann 2015 veröffentlicht worden, so Dr. David Martin in seinem Papier. Immerhin soll es sich bei dem SARS-CoV-Virus um ein sogenanntes rekombinantes Virus handeln, das also als künstliche Chimäre aus mehreren bekannten Viren zusammengesetzt worden sei. Diesbezüglich beruht die Technologie auf einem Patent aus 2002, das Ralph Baric und Yont und Curtis zusammen patentiert lassen haben. Und aus dieser Technologie ist dann eben dieses rekombinante Virus SARS-CoV entstanden, dass die CDC patentieren ließ. Also der Patentinhaber ist auch gleichzeitig immer derjenige, der dann bestimmt, was mit dem Virus geforscht werden kann und wie es mit den Forschungen letztendlich weitergeht und daher eben auch die Verwertungsrechte der NIH. Ich fand es deshalb interessant, weil jetzt derzeit die NIH Lizenzgebühren derzeit bei den Impfherstellern begehrt. Moderna soll schon gezahlt haben nach einer Reuters-Mitteilung und BioNTech habe sich der Zahlung der Lizenzgebühren für Spike-Protein oder den P2-Lock aus dem Spike-Protein verweigert. Wusste Fauci mehr, als er zugegeben hat? Es gibt ja die sehr interessanten Anhörungen mit Senator Paul, wo ihm jeweils immer stückchenweise vorgehalten worden ist, der denn alles viel mehr wusste, was er zuvor geleugnet hatte. Insbesondere eben die Fragestellung, ob es sich hierbei eben um Gain-of-Function-Forschung, also um eine neue Funktion des Virus handelt, nicht nur von Tier zu Tier, sondern auch von Mensch zu Mensch übertragbar zu werden durch diese Art der Forschung. Ja, er verwies alles zurück und er hat auch gesagt, dass zunächst erstmal gar kein Auftrag erteilt worden ist. Das ist ja dann durch den NIH-Auftrag widerlegt worden, auch durch die Zahlung widerlegt worden. Er hat dann gesagt, ja gut, wenn denn schon ein Auftrag erteilt worden ist, dann sei es aber keine Gain-of-Function, weil man zuvor eben die Gain-of-Function-Definition in den USA geändert habe. Wie passt Christian Drosten ins Bild? Es wurden Fotos aus Wuhan veröffentlicht, die Folgendes zeigen. Es sind einige Mitarbeiter eben des Wuhan Institute of Virology und der dortigen Klinik, die in deutsch-chinesischer Freundschaft dort auch von der Bundeskanzlerin im September 2019 besucht worden ist. Auf diesem Bild ist eben zu sehen, dass sich die Herrschaften alle gegenseitig doch seit dem Jahre 2015 schon bereits kannten. Denn das Foto, was ich veröffentlicht habe, stammt aus einer Veranstaltung von Herrn Gröhe, die 2015 abgehalten ist. Herr Drosten selbst hat ja zum SARS-CoV-Virus mehrfach publiziert und auch zu eigenen Bestandteilen des SARS-CoV-Virus. Und ich gehe nicht davon aus, dass er aus freien Stücken daran selbst arbeitete, sondern dass es im Auftrag erfolgte und auch diesbezüglich, weil ja der Patentinhaber, die CDC, ist eine enge Kommunikation mit Fauci bestand. Es hat letztendlich erhebliche internationale Komplikationen, die es nach sich zieht. Dann stellt sich heraus, dass im Rahmen eben der Gain-of-Function-Forschung die künstliche Chimäre SARS-CoV-2 letztendlich darauf beruht, dass auf SARS-CoV aufbauend weitere Gain-of-Function-Forschungen gemacht worden sind. Dann weisen natürlich die Urheber nach China und in die USA zurück.
Und die ganze Welt, die davon betroffen war und auch Deutschland, wird natürlich schon darüber nachzudenken haben, ob nicht jemand gegenüber die Rechnung zu präsentieren wäre für dieses Virus. Über die neuesten Entwicklungen zum Thema Spionage in Österreich unterhielten wir uns mit dem Politikexperten Robert Willacker. Ja, also auf der einen Seite ist natürlich Wien über Jahrzehnte auch aufgrund seiner Lage in Europa ein sehr beliebter Tummelplatz von Spionen aller Art gewesen. Ein Land am Rande des Eisernen Vorhangs, ein neutrales Land, sozusagen ein bisschen eine Pufferzone zwischen NATO und Warschauer Pakt. Und das hat aufgrund dieser Lage, war das schon immer prädestiniert. Sie haben jetzt den schönen Spionageparagraf zitiert, das ist der 256 StGB Strafgesetzbuch hier in Österreich, und der fasst auch gleich schon ein bisschen die Besonderheit zusammen, die es mit Spionage in Österreich auf sich hat. Spionage ist nämlich nicht grundsätzlich verboten. Sie ist nur dann verboten, wenn sie sich gegen die Interessen der Republik Österreich oder zum Nachteil der Republik Österreich, wenn sie dort ja in diesem Zusammenhang stattfindet. Wenn jetzt ein Geheimdienst eines Drittstaats in Österreich tätig ist und zum Nachteil eines ebenfalls Drittstaats spioniert, dann ist das nicht illegal, also dann ist das legal. Und damit ist das natürlich ja ein sehr beliebter Spielplatz, nennen wir es mal so. Das ehemalige, muss man ja heute sagen, BVT, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, ist von seiner Organisationsart her eine Sicherheitsbehörde gewesen mit nachrichtendienstlichem Charakter. Also steckt ja schon im Namen drin, auf der einen Seite der Verfassungsschutz, auf der anderen Seite die Terrorismusbekämpfung, also die äußere Abwehr von Gefahren. Und diese untersteht als Behörde dem Bundesministerium für Inneres. Ist es so, in Österreich war das Innenministerium, Abgründung der Zweiten Republik nach dem Krieg, erst sehr lange rot, also sprich sozialdemokratisch, und dann sehr, sehr lange, über Jahrzehnte jetzt eigentlich christlich, christdemokratisch, ÖVP geführt. Und es haben sich in dieser Zeit, ohne dass ich jetzt parteipolitische Schuldzuweisungen machen möchte, aber offenbar ja Netzwerke oder Wildwüchse breit gemacht, so dass wir jetzt davon ausgehen müssen, dass es einen kleinen Kreis von Doppelagenten innerhalb dieses BVTs gab, die versucht haben, oder nicht nur versucht haben, sondern nach allem, was wir jetzt wissen, auch erfolgreich für Russland spioniert haben innerhalb des BVTs. Und da ist jetzt natürlich, wie man sich vorstellen kann, eine umfassende politische Aufarbeitung gerade im Gange. Und dementsprechend viel Rauch erzeugt das Ganze natürlich auch. Das ist etwas Grundsätzliches, was bei Geheimdiensten, beim Verfassungsschutz, der natürlich letztlich als politisch kontrollierte Behörde, einfach weil de facto ein politisches Ministerium natürlich die Aufsicht hat, ein Stück weit auch zum Spielball der Politik werden kann. Und das ist umso mehr der Fall, wenn über sehr, sehr lange Zeit eine und dieselbe Partei die Aufsicht innehatte in dem gleichen Ministerium, dann etablieren sich, möchte fast schon sagen, zwingendermaßen Strukturen, die irgendwann problematisch werden könnten. Und es war offenbar jetzt so, dass gezielte Abfragen, also von hochsensiblen Daten, sprich die Aufenthaltsorte von ausländischen Journalisten, von wichtigen Beziehungspersonen, Informationspersonen, dass die von einem doch etwas größeren Kreis von Personen abgefragt werden konnte. Es hat sich auch während der BVT-Affäre, also das Ganze hat mittlerweile seinen Ursprung genommen in dem Untersuchungsausschuss, der sich rund um Vorwürfe mit dem BVT zusammengesetzt hat, hat sich auch herausgestellt, dass einfach die Datensicherheit innerhalb dieses Bundesamts sehr, sehr fragwürdig war. Es wurde mit nicht zertifizierten Programmen gearbeitet. Es wurden bei einer Hausdurchsuchung tonnenweise unbeschriftete Datenträger gefunden. Also das Ganze hat insgesamt kein gutes Bild gezeichnet über die Verlässlichkeit und über die Geheimhaltung, nenne ich es mal, innerhalb dieses Bundesamts. Wir reden die ganze Zeit auch immer in der Vergangenheitsform, weil das BVT wurde 2002 gegründet und wurde dann 2021 aufgelöst. Die Nachfolgeorganisation ist jetzt die DSN. Ja, also das BVT als solches existiert nicht mehr, aber die politischen Scherben, die werden jetzt noch zusammengekehrt. Man hat jetzt die Bereiche Staatsschutz und Nachrichtendienst auch jetzt unter einem Dach. Das heißt, wir haben einerseits wieder der Schutz gegen Verfassungsfeinde im Inneren, diese nachrichtendienstliche Geschichte und die Aufklärung von staatsschutzrelevanten Gefahrenforschung, die dort zusammenkommt. Man hat sich personell ein Stück weit neu aufgestellt. Es gibt jetzt auch die Schaffung einer Kontrollkommission. Also man hat versucht, ein paar Fehler auszubügeln,
die Details und die Arbeitsweisen werden wir in der Öffentlichkeit jetzt natürlich schwer analysieren können, weil Teil eines Geheimdienstes ist es oder eines Nachrichtendienstes ist es natürlich auch, dass die Öffentlichkeit jetzt nicht in jeden Winkel hineinblicken kann. Das heißt, wir müssen uns da ein Stück weit darauf verlassen, dass diese Neuaufstellung funktioniert hat. Was wir, denke ich, wie gesagt, in ein paar Jahren sehen werden. Anlass war eben einerseits die BVT-Affäre, andererseits auch der islamistische Terroranschlag 2020 in Wien, der nicht verhindert werden konnte. Und ich glaube, das Beste ist immer, wenn, oder man merkt dann, wenn ein Nachrichtendienst funktioniert, wenn man nie was von ihm hört. Und von daher werden wir die nächsten Jahre abwarten müssen, ob das jetzt in dem Fall der Fall ist. Das Tischlerhandwerk hat zu kämpfen, heißt es. Darüber haben wir mit dem Tischler Norbert Fischer gesprochen. Wir wollten wissen, wie geht es dem Tischlerhandwerk? Wie konkurrenzfähig ist es und was ist sein Beitrag zum sogenannten Klimaschutz? Es hat sich unwahrscheinlich verändert, weil ich habe 2004 die erste Freisprechung von Tischlerlehrlingen gemacht. Das heißt, die Freisprechung, die haben ihren Gesellenabschluss, die haben ihr Gesellenstück gebaut und sie werden sozusagen von der Verpflichtung als Lehrling freigesprochen. Damals hatten wir 55, ich habe extra mal nachgeguckt, 55 Lehrlinge, die wir im Tischlerhandwerk 2004 freigesprochen haben. Dieses Jahr haben wir zurzeit im dritten Lehrjahr 15 Tischlerlehrlinge. Wow. Sie sehen daran die Veränderung und sozusagen die Veränderung, wie wenig das wird. Ne? Mhm. Im ersten Lehrjahr haben wir zum Beispiel 14 Lehrlinge und im zweiten Lehrjahr 14 Lehrlinge. Das heißt, wir sind in diesem Jahr noch gut bestückt mit 15 Lehrlinge, die dieses Jahr freigesprochen werden. Ne? Wir haben natürlich auch Lehrlinge und da kommen wir auf die Schulbildung wieder zurück. Die können nicht lesen und rechnen sowieso nicht. Ich hatte zum Beispiel mal einen Lehrling, der musste ihren Nachhilfeunterricht, sollte ich ihm geben, in Mathematik. Der konnte keine Formeln umstellen, der konnte keine geometrischen Grundkenntnisse, die brauchen sie doch mal, wenn sie einen Quadratmeter ausrechnen, Formeln umstellen. Der konnte das nicht mehr. Mhm. Der hatte eine 6 in der Arbeit und ich sollte ihm nachhelfen. Und dazu fehlt mir aber die Zeit. Jemand Nachhilfeunterricht in den Grundrechenarten und in den Grundkenntnissen der Geometrie zu geben. Jeder muss wissen, was ein Quadrat ist, was der Pythagoras aussagt. Ne? Wenn sich bei mir damals ein Lehrling immer vorgestellt hat, habe ich ihm mehrere Fragen gestellt und der sollte mir ausrechnen, wie viel Kubikmeter eine 4 Meter lange Bohle hat, die 40 Zentimeter breit ist und 40 Millimeter stark. Ich habe da bis zu 7 Kubikmeter, haben sie mir ausgerechnet. Mhm. Sie haben überhaupt keine Vorstellung mehr, was Mengen sind, um überhaupt etwas zu machen. Und wenn sie dann mit denen gesprochen haben, kriegen sie zur Antwort, der Ansatz war ja richtig. Aber im Handwerk gilt nicht mehr der Ansatz wie in der Schule. Der Ansatz mag ja vielleicht richtig sein, aber wenn ich jemand auf ein Holzblatt schicke und er zersägt mir draußen mein ganzes Holz, kommt rein und sagt, tut mir leid, ich habe kein Stück Holz gefunden, aber der Ansatz war ja wenigstens richtig. Da kommt man nicht mehr weiter. Also Sie werden mir das vielleicht nicht glauben, aber Sie können auch als Einzelunternehmer ohne Angestellte, ohne Gesellen auch arbeiten und auch überleben. Sie arbeiten natürlich viel effektiver. Sie haben keine Angestellten, die Sie kontrollieren oder denen Sie die Arbeit vorbereiten müssen. Das ist eine Sache. Sie können viel größere Projekte natürlich machen, wenn Sie Angestellte haben. Und umso größer ein Betrieb ist, umso größer können auch die Objekte sein. Aber Sie müssen auch davon ausgehen, wenn der Betrieb sehr groß ist. Ich weiß es von einem Berufskollegen, der hat 40 Mitarbeiter. Der hat natürlich einen technologischen Vorlauf von einem Vierteljahr. Mhm. Wenn dann die Aufträge ausbleiben und die Zeit sieht ja hier bei uns jedenfalls ganz traurig aus. Das Baugewerbe ist im Grunde genommen fast am Ende, ne? Das ist eingestellt worden. Und damit werden natürlich unwahrscheinlich viele Sachen auf der Strecke bleiben. Sie können ja als Betriebsinhaber von 40 Mitarbeitern die nicht einfach entlassen, wenn sie die Arbeit nicht mehr haben. Man spricht zwar heute auch von
im Handwerk, dass EU-weit ungefähr 23 Millionen kleine und mittlere Betriebe existieren, ne, die circa mehr als 90 Millionen Beschäftigte haben. Aber die kleinen Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigte machen im Grunde genommen 99% der Unternehmen aus. Ich bin ja auch gleichzeitig öffentlich bestellter Gutachter im Tischlerhandwerk. Das heißt, ich habe ja schon Sachen erlebt von Kunden, die sagen, wir kaufen uns das in Polen oder in Tschechien. Das ist überhaupt kein Problem, können Sie ja machen. Aber denken Sie daran, wenn Sie es im Ausland kaufen, müssen Sie bei Reklamation nach dem Landesrecht Ihre Probleme einklagen. Das heißt, die Handwerker sind teilweise genauso gut wie bei uns. Ist überhaupt keine Frage. Das sind ordentliche Handwerker. Aber wenn sie Probleme haben und im Ausland kaufen, müssen sie entweder nach polnischem, tschechischem, rumänischem Recht dort ihre Sachen einklagen. Das Problem, was wir in Deutschland haben, ist, dass wir mit immer mehr Bürokratie vollgestopft werden, was andere Länder so in dem Maße nicht haben. Wenn wir in Deutschland so weitermachen, auch was unsere jetzige Regierung zurzeit so alles auf der Pfanne hat, kann es uns passieren, dass es in ein paar Jahren keinen Mittelstand mehr gibt, weil sich keiner diesen Stress mehr antun wird. Die Klimapolitik der deutschen Bundesregierung gefährdet den Individualverkehr der Zukunft. Zu diesem Thema befragten wir Professor Alexander Eisenkopf von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Jüngst drohte Deutschlands Verkehrsminister Wissing mit Fahrverboten an den Wochenenden. Worauf wirken sich die Änderungen des bestehenden Klimaschutzgesetzes genau aus? Der Verkehr ist zunächst mal aus der Schusslinie, ja. Also Sie haben ja zwei Problembären. Das eine ist, der größte Problembär ist der Verkehr. Der zweite Bereich ist natürlich die Gebäudeenergie. Bei der Gebäudeenergie haben wir Entlastung dadurch gehabt, dass natürlich infolge der hohen Energiepreise in den letzten Jahren, Gaspreise insbesondere, die Leute eben gespart haben, weniger geheizt haben und damit die Emissionen gesunken sind oder nicht so stark gestiegen sind. Am Ende des Tages ist das zunächst mal hier erstmal ein Punkt, dass die Last eben mal auf die Gesamtheit der betroffenen Sektoren verlagert wird und im Verkehrsbereich nicht kurzfristig eben Anpassungen notwendig sind. Aber ich denke mal, das ist spätestens in 2-3 Jahren dann doch wieder die gleiche Diskussion. Es wird ja eine Vielzahl von Ideen diskutiert und immer wieder vorgeschlagen. Im Grunde kann man das unter die drei Begriffe vermeiden, verlagern, verbessern führen. Also wenn Emissionen bei Verkehr stattfinden, kann ich die natürlich dadurch reduzieren, dass ich Verkehr vermeide, dass ich also vielleicht effizienter im Güterverkehr transportiere, dass ich im Personenverkehr eben weniger fahre, dass ich vielleicht das Fahrrad umsteige, dass ich zu Fuß gehe, also vermeiden. Der zweite Hebel ist die Verlagerung. Das heißt, vom Individualverkehr wird verlagert auf den öffentlichen Verkehr, also raus aus dem Auto, rein in den Zug oder in den Bus und im Güterverkehr eben weg vom LKW zurück zur Schiene oder zur Binnenschifffahrt vielleicht sogar. Und verbessern, ja, das wäre dann die Effizienzsteigerung. Hier diskutieren wir natürlich die batterieelektrischen Fahrzeuge, die Elektromobilität im Pkw-Verkehr, aber auch natürlich im Güterverkehr, die Elektrifizierung des Verkehrs beziehungsweise alle weiteren Maßnahmen, die den Verkehr vielleicht dann emissionseffizienter machen. Wie sinnvoll und vielversprechend ist die Elektromobilität ohne staatliche Subventionen? Ja, es wird ja in erheblichem Maße subventioniert. Sie haben ja die direkte Subvention über die Kaufprämie. Sie haben darüber hinaus Steuerbefreiungen. Sie haben bei der Dienstwagenbesteuerung Sonderregelungen. Die Ladeinfrastruktur wird gefördert. Es gibt ja viele, viele verschiedene Programme, die da auch zusammenwirken, nicht nur vom Bund, sondern auch von den Ländern. Also am Ende des Tages ist das ein Subventionsmenü, was sozusagen dann Subventionsjunkies auch heranbildet, die dann, wenn das auf einmal Knallauffall wegfällt, natürlich auf Entzug sind und sagen, naja, da wollen wir jetzt nicht mehr mitspielen. Was Sie sehen momentan ist ein starkes Wachstum wieder der Plug-in
Hybride, also die nehmen sehr stark zu. Das heißt, die Leute sagen, okay, wir wollen lokal emissionsfrei fahren, wenn wir kurze Strecken fahren, zum Beispiel in der Stadt. Das ist uns wichtig, aber für die lange Strecke wollen wir doch den klassischen Verbrennungsmotor haben, weil der uns eine gewisse Sicherheit gibt, weil wir nicht vor einer Reise planen müssen, wann machen wir denn jetzt hier unseren Ladehalt und funktioniert das alles und was kostet das? Also diese Unsicherheitsmomente, die da drin sind, plus dem ganzen Thema der Restwerte, das tangiert den Markt natürlich massiv. Wenn Sie als Kunde eines neuen oder eines gebrauchten Fahrzeugs nicht mehr wissen, was ist das in 4, 5 Jahren noch wert oder kriege ich es überhaupt noch los, weil die technologische Entwicklung darüber hinweggegangen ist, dann killt das natürlich den Markt. Das ist ja unmittelbar klar, dass die Behauptung, dass Elektroautos CO2-frei fahren, am Ende des Tages Fake News ist. Also sie rechnen da natürlich mit unterschiedlichen Einsatzszenarien. In den meisten Einsatzszenarien wird gesagt, okay, das Fahrzeug fährt mit dem aktuellen Strommix, der aus der Steckdose kommt. Das ist eine Möglichkeit, wie Sie das kalkulieren können. Selbst dann fährt es eben nicht CO2-frei. Sie haben ja auf der einen Seite die Batterie als großen CO2-Produzenten, also bis das Auto fertig ist, haben Sie natürlich sehr viel mehr CO2 freigesetzt als bei einem Verbrennerfahrzeug, einfach weil die Batterieproduktion sehr viel CO2 freisetzt. Und das zweite ist eben die Nutzung. Und da müssten Sie ja eigentlich, wir nennen das den sogenannten Marginalstromansatz, verfolgen. Also Sie müssten, wenn Sie sagen, ich habe 1 Million oder von mir aus 15 Millionen, ist ja für 2030 das Ziel, zusätzliche Elektroautos, dann kommt dieser Strom ja nicht zum aktuellen Strommix aus der Steckdose, sondern er muss zusätzlich erzeugt werden und er wird dann im Zweifelsfall eben fossil sein. Und da gibt es eine schöne Modellrechnung vom VDI, die kürzlich rausgekommen ist, die zeigt, ja, unter dieser Bedingung kann es durchaus sein, dass ein batterieelektrisches Auto, wenn Sie den Marginalstrommix rechnen, sogar mehr CO2 verursacht pro Kilometer als ein vergleichbares Verbrennerfahrzeug. Viktor Orban, Mateusz Morawiecki und Hans-Georg Maaßen. In Brüssel sollten hochrangige europäische Konservative sprechen. Doch ein sozialistischer Bürgermeister hat versucht, die Konferenz NetCon zu verhindern. Darüber sprachen wir mit einem Teilnehmer der Konferenz, dem Politikwissenschaftler Dr. Ralf Schöllhammer. Ja, Karl Kraus hat einmal gesagt, der Skandal beginnt dort, wo die Polizei ihm ein Ende macht. Und das war genau so einer dieser Fälle. Also es war tatsächlich so, wie Sie beschrieben haben, die Konferenz hat begonnen und kaum haben die ersten Redner die Bühne betreten, ist schon die Polizei vor der Türe gestanden und hat aufgefordert, alle sollen das Gelände verlassen und die Konferenz beenden. Aber die Veranstalter haben das nicht gemacht. Auch die Eigentümer des Veranstaltungsortes haben gesagt, ihnen ist Redefreiheit wichtiger als die möglichen Konsequenzen. Und glücklicherweise konnte dann die Konferenz durchgeführt werden. Aber es war tatsächlich so, dass das schon der dritte Veranstaltungsort war, den die Veranstalter benötigt haben, weil ganz kurzfristig die vorher gewählten Orte abgesagt haben. Und zwar primär aus Grund politischen Druck, sowohl von der Antifa, der belgischen, aber natürlich auch dem politischen Establishment in Brüssel. Also in vielen Bereichen würde ich sagen, ein dunkler Tag für die Meinungsfreiheit in der Hauptstadt der Europäischen Union. Die Gründe waren immer die üblichen, man kann die Sicherheit des Veranstalters und die Sicherheit des Personals nicht gewährleisten. Was aber natürlich für die, die vor Ort waren, hat sich herausgestellt, es waren dann knapp 50 Demonstranten, die aufgetaucht sind und ungefähr 25 Polizisten. Also das war ein Verhältnis von 2:1, also das war eindeutig ein vorgeschobener Grund. Man wollte einfach nicht, dass diese, ich würde sagen, es ist eine Mitte-Recht-Organisation, dass die eine Veranstaltung in Brüssel abhält. Also das war ein bewusster Versuch, diese Veranstaltung zu unterbinden. Das war im Grunde genommen das Perfide. Es hat jeder gewusst, dass rechtlich gesehen hat es nicht unterbinden werden können, aber man hat versucht, es so lange in die Länge zu ziehen, bis die Veranstalter das Handtuch werfen. Wir haben dann Hans-Georg Maaßen, wie Sie schon erwähnt haben, es war der ehemalige polnische Ministerpräsident, der Ministerpräsident von Ungarn hat gesprochen, die Gloria von Turn und Taxis war hier, also ganz eine bunte Versammlung von Mitte-Rechtspolitikern, durchaus mit unterschiedlichen Ansichten, waren rege Diskussionen, aber es war nicht, wie es medial dargestellt worden ist, eine rechtsextreme oder eine verschwörerische Veranstaltung. Ganz im Gegenteil, es war einfach der Austausch von jenen Meinungen, die momentan rechts der Mitte gängig sind. Nein, ich sage mal so, der Herr Kier sollte vorsichtig sein mit dem, was er sagt, weil er lädt ja auch den Teheraner Bürgermeister ein, der sich als Islamist bezeichnet. Und da sehe ich ein größeres Problem. Die Frankfurter Rundschau hätte ja kommen können. Es hat Pressepässe gegeben. Es war eine offene Konferenz, hätte jeder teilnehmen können. Also auch von politikwissenschaftlicher Sicht sind die Ansichten, die hier vertreten wurden, von absoluter Mainstream. Wie Sie vorher schon auch in der Anmoderation erwähnt haben, wir haben Personen hier gehabt, die waren amtierende Premierminister.
Es waren Mitglieder des Europäischen Parlaments da, also alles Personen, die auch demokratisch legitimiert sind. Also das ist auf einmal irgendwie als rechtsextreme oder faschistische oder kryptonazistische Versammlung abzutun, ist genau das, was momentan in Europa stattfindet. Alles, was recht, nur leicht rechts von den Grünen ist, wird sofort quasi faschistisch diffamiert. Das ist der Versuch, einen Großteil der Bevölkerung und derer, so wie wir hier, deren Ansichten teilen, vom politischen Diskurs auszuschließen. Und gegen das muss man eigentlich schon auftreten. Also wenn Sie mich auf die Schnelle fragen würden, wo kann so eine Veranstaltung stattfinden, ohne dass ähnliche Vorkommnisse stattfinden, würde ich sagen Budapest, Warschau, Prag, eventuell Bratislava. Also im Gegensatz zu dem, was man in den Mainstream-Medien gerne hört, wird in den zentral- und osteuropäischen Ländern Meinungsfreiheit wesentlich höher gehalten. Wir haben das gesehen vor ein paar Wochen in Budapest, waren große Demonstrationen gegen Viktor Orban, das war absolut kein Problem. Es ist leichter, in Budapest gegen Orban zu demonstrieren, als wie Orban in Brüssel eine Rede halten zu lassen. Jetzt ist die Frage, wo ist das Land freier, in Brüssel oder in Budapest? Und momentan muss ich sagen, es sieht eher so aus, als wenn das in Budapest der Fall wäre. Die Aufgabe des Staates, primär einer liberalen Demokratie, ist es, jene zu verteidigen, die sprechen wollen und nicht jene zu verteidigen, die anderen das Sprechen verbieten wollen. Und das ist das, was hier in Brüssel stattgefunden hat. Also man kann nicht sagen, die Antifa macht von ihrem demokratischen Recht Gebrauch, anderen den Mund zu verbieten. So funktioniert das nicht. Aber so ist der Brüsseler Bürgermeister interpretiert. Die Pandemiepolitik der deutschen Bundesregierung war bestenfalls ausreichend und im schlechtesten Fall eine Katastrophe. Insbesondere beim Schutz von gefährdeten Menschen wurden schwere Fehler gemacht. Das meint der Infektiologe Professor Matthias Schrappe, Gründungspräsident des Aktionsbündnisses Patientensicherheit. Ob eine Aufarbeitung in Gang gesetzt werden kann, die über den Austausch von Höflichkeitsfloskeln und vorgefertigten Entschuldigungsformeln hinausgeht, das wird sich politisch noch zeigen. Zumindest ist man zurzeit dabei zu überlegen, wie man das gestaltet. Die Wähler können ja nur ihr Interesse, ihre Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Zahl von Krisen richten. Das liegt in der Natur des Menschen und auch in der Natur der verfügbaren Aufmerksamkeit. Trotzdem muss man sagen, die Ukraine-Krise ist ein schwerwiegendes Faktum. Aber die Pandemie mit der Relativierung eigentlich für unverzichtbar gehaltener Grundrechte und so weiter ist natürlich noch präsent und war ein Eingriff, den wir eigentlich in unserem Land selbst seit dem Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben. Wir sind gut da durchgekommen, was auch der Gesundheitsminister ja immer wieder sagt, das ist eine komplette Überschätzung und vor allen Dingen eine schräfliche Selbstüberschätzung. So kann eine konstruktive Kritik nicht laufen. Wir müssen schon ein bisschen dahin gehen, wo es weh tut. Und da müssen wir reden über, haben wir die Infektion richtig eingeschätzt? Haben wir die Prävention optimal gestaltet? Was war mit den Alten in den die vorerkrankt waren und in dem Altersheim gestorben sind. Was ist mit den Kindern gewesen? Also wir können unmöglich sagen, dass wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. Also deswegen 4 ist noch eine relativ gnädige Notenvergabe. Ich liefere jetzt gerade diese Charité-Serie mit einer Staffel, die im 19. Jahrhundert spielt. Damals hatte man gerade Bakterien und später dann Viren erkannt, dass sie überhaupt da sind. Damals war das verständlich, dass man sagte, okay, wir gucken darauf, dass sich die Erreger nicht von einem Menschen auf den anderen übertragen. Und das ist sozusagen alles, was wir tun. Mittlerweile ist die moderne Infektiologie, also die Lehre von den Infektionskrankheiten, deren Verhinderung und deren Behandlung, weiter fortgeschritten. Und der wichtigste Punkt ist, wir müssen den Erreger in Blick nehmen und dessen Übertragung völlig klar, aber gleichberechtigt daneben sehen, um welche, wir nennen das Wirte, also welcher Natur die Patienten sind, die besonders gefährdet sind. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man einen Patienten, der meinetwegen eine Chemotherapie durchmacht, einem Infektionsrisiko aussetzt oder einem Gesunden oder einem Alten oder einem Jungen oder einem Herzkranken oder einem Diabetiker oder einem Gesunden, der überhaupt nichts hat. Also die Wirtseigenschaften sind genauso wichtig für das Entstehen einer Infektionskrankheit wie der Erreger selbst. Das Dritte im Bunde sind die sozialen Umfeldbedingungen, also wie zum Beispiel, Sie erinnern sich an die fleischverarbeitende Industrie, die Unterbringung zum Beispiel in Pflegeheimen,
aus dieser Trilogie entsteht eigentlich erst das, was wir als Infektionskrankheit kennen. Und diese beiden letztgenannten, also die Wirtseigenschaften und die Umgebungsfaktoren, haben wir sträflich vernachlässigt. Eine moderne Herangehensweise hätte die Erregereigenschaften mit den Mutationen etc. pp. Gleichberechtigt neben die Wohnsituation, die soziale Situation und die Wirtseigenschaften gestellt. Und bei den Wirtseigenschaften wäre uns natürlich als erstes die Altersverteilung aufgefallen und man hätte deswegen darauf besonders achten müssen. Das war ein Urfehler in der ganzen Planung hierzulande. Mir kommt es nicht drauf an, schuldig. Politiker haben Entscheidungen zu treffen. Und die können richtig sein, sie können mittelmäßig sein, sie können falsch sein. In diesem Fall waren sie falsch. Gut. Wichtig ist für die Gesellschaft, dass dort ein Einsehen stattfindet, dass ein optimaleres Vorgehen denkbar gewesen wäre, damit man beim nächsten Mal es besser macht. Was vielleicht noch wichtiger ist, dass man jetzt wieder Frieden schafft, weil es ist ja doch zu einer erheblichen gesellschaftlichen Spannung gekommen über die Corona-Zeit. Das brauche ich ja kaum weiter auszuführen. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass man hier wieder die Lager zusammenführt und von der gegenseitigen Missachtung der Argumente herunterkommt. Es gibt ja auch bei uns und in anderen Ländern katastrophale Situationen politischer Natur, die aufgearbeitet worden sind. Und da empfiehlt sich durchaus ein zentrales Gremium. Enquete wäre gute Vorstellung, wobei jetzt die verbliebene Zeit der Legislaturperiode natürlich relativ kurz ist, um das noch wirklich vernünftig auf den Weg zu bringen, kombiniert mit dezentralen, also meinetwegen auf der Basis der Bundesländer oder auch der großen Zentren organisierten, parallel laufenden Veranstaltungen. Und auch die Medien müssten sich hier einschalten. Sie haben ja in großen Teilen eine sehr einseitige Beteiligung gezeigt und die Foren öffnen. Das war ja von Anfang an, ich glaube, Herr Bruckner, der die Aufarbeitung in Österreich geleitet hat, die jetzt auch nicht weltbewegend war, aber immerhin haben die Österreicher sich auf den Weg gemacht. Alexander Bruckner hat ja lapidar gesagt, warum hat man eigentlich nicht früher und warum auch nicht jetzt in einer der führenden Talkshows meinetwegen den Professor Stör mit anderen Leuten diskutieren lassen. Also warum macht man das eigentlich heute nicht und öffnet die Diskussion für diejenigen, die eine konstruktiv, fachlich unterfütterte Corona-Kritik vertreten können. Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns unter anderem mit Ostdeutschlands Wert für den Westen des Landes, mit Hassredegesetzen in Schottland und mit einer Oligarchen-Taskforce der G7-Staaten. Falls Ihnen heute Abend noch der Sinn nach guter Musik steht, schalten Sie auch um 20.05 Uhr wieder ein zu Argos Ohren. In dieser Woche widmete sich Argo dem Verbrenner aus der EU, Scholz' Besuch in China, dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz und einigen anderen Themen. Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 27. April ab 5 Uhr morgens hören. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihr Robert Mayer.